Aber ein sehr tüchtiger Imker. Und war eine große Hilfe für Bruder Adam. Es war der Einzige, der es geschafft hat, unter Bruder Adam zu arbeiten. So habe ich es zumindest verstanden. Alle Genies. Also alle Genies sind meistens ein bisschen speziell. Nun möchte ich ein Geheimnis erzählen, was Sie wahrscheinlich nicht wussten vorher. Sie sind alle normale Menschen. Ja, wir sind alles normale Menschen, bis man letztlich dann einen erkennt. Das ist immer ein Problem, ein Joke auf eine andere Sprache zu übersetzen. Wir sind alle original. Wir sind keine Kopien. Ich fand ein Original. Ich entdeckte ein Original. 1984 wurde ich Redakteur der Schwedischen Bienenzeitung. Ich bin es gewesen bis jetzt. Ja. Wir arbeiten ja mit Zucht zurzeit. Manchmal oder leider muss ich manchmal traurig werden. Wenn man auf die Honigproduktion schaut, so ist nicht Zucht das Wichtigste. Es ist die Betreuung, wie man mit den Bienen arbeitet. Welches System man hat. Dieser Mann heißt Gunnar Andersson. Er nahm Bienen, die es in dieser Gegend gab. Ja, das waren Völker, die ungefähr 25 Kilo Honig brachten. Som svärmade varje år, minst en gång. Die mindestens einmal schwärmten pro Jahr. Och de var inte riktigt lika arga som den första bisamhället. Sie waren nicht ganz so wie, also ganz so aggressiv wie meine ersten Bienen, aber nicht so sehr weit davon. Och hos honom, så, som han skötte dem, så gav de i genomsnitt ungefär 150 kilo. Und bei ihm, da gab es einen Durchschnitt von 150 Kilo. Ja, und das hing davon ab, wie er sie einwinterte und wie er sie betreute. Er hatte einen Rahmen, also ein Rähmchenmaß, was ungefähr Langstrottmaß entsprach. 15 cm hoch, 12 Stück in einem Kasten, quadratischer Kasten. Vier Kästen im Hutraum und ein Absperrgitter, die einen leichten Zwischenraum an der Außenkante beließ. Er wollte, dass die Drohnen sich im ganzen Kasten bewegen. Königin hatte genügend Platz durch diese vier. Die hatte keine Veranlassung, nach oben zu gehen. Sehr selten ging sie hoch. Han ville att översta lådan, den fjärde,
Er wollte, dass die oberste Kasten, der vierte, der sollte voll mit Honig sein. Und das andere länger, weiter unten. Er gab denen über Winter. Ja, also über Winter hat er sie mit 10 Kilo eingewintert. Also mit 10, über Winter hat er ihnen 10 Kilo Zucker gegeben. Im Frühjahr hob er an die drei obersten Kästen, nahm den untersten weg, das war dann alles leer. Aha, er eldete upp, okay, er verbrannte die Rahmen, weil es einfacher war, neue zu machen. Dann setzte er einen neuen vierten Kasten auf. Er schleuderte nur einmal im Jahr. Das war der Grund, warum das so hohe Türme wurden. Sie schwärmten vielleicht jedes zweite Jahr einmal. Okay. So hier konnte ein Stammtavla se ut hos Bruder Adam. So könnte eine Pedigree von Bruder Adam ausgesehen haben. Han använde systerdrottningar som gav med sex brönar i världen. Er verwandte Schwestervölker mit sechs Kästen, also sechs Völker. Det finns en hel del att säga om hans system. Trollvölker. Ja. Som vi ser så prövade han olika. Han hade sin buffaststam och så prövade han Sariensis anatomi, grekiska, Karnica, Kreta och Rif. Det är alltså inte missat. Also er hatte ja seine Stammvölker, die Backfastvölker, und dann hatte er in der Probe Sahariensis, Anatolika, Griechische, Karnika, Kreta und Riffbienen in der Probe, kann man sagen. Han hade funnit att han var intresserad av att ta reda på de olika bistammarnas potential, deras möjligheter. Er war interessiert an den unterschiedlichen Stämmen und deren Potenzial und deren Möglichkeiten. Und da behövde han en bra bistam att korsa dem, korsa dem. Er brauchte einen guten Bienenstamm, um diese neuen oder anderen zu kreuzen. Det är hans buckfaststamm. Das war der original feste Buckfaststamm. Samtidigt så varnade han för innehållet. Han varnade för innehållet. Gleichzeitig warnte er intensiv vor der Inzucht. Aber es ist normal, dass nach mehreren Generationen Inzucht auftreten kann. Wenn man arbeitet so, er meinte, es ist unausweichlich, dass man in der Inzucht landet, wenn man so arbeitet wie hier. Nein, man versteht es nicht. Okay, er wird es uns erklären. Just därför att han använder systerdrottningar är en anledning. Deshalb, weil er nur Schwesterdrohnenvölker verwandte. Samma